Wir gucken uns jetzt mal die Messe an. Ist egal, ob es draußen stürmt und schneit. Da, moin. Martin. Na, Frank. Fang mal ganz kurz die Messe hier. Ja, bitte. Und da kannst du mal, wenn du schon hier stehst, Messe. Ja, hier sitzen wir so, ne, mit 4 Mann. Frühstück, Mittag, Abendbrot. Kleinen Fernseher haben wir auch. Wir haben unsere Wetterstation. Ist nicht groß, aber für 4 Leute reicht es. Hier ist unsere Kombüse. Da wird meisterhaft gekocht. Vielleicht kommen wir noch mal dazu. Und Martin, du sagst uns einfach mal ganz kurz, was ist das für ein Kasten da mit diesem Rolltor hier? Das sieht ja aus. Das hier mit dieser Jalousie, das ist unser Medizinschrank. Ja. Das heißt, hier haben wir sämtliche Geräte, also medizinisches Gerät, ja, was wir an Bord haben, befindet sich hier, zentral hier in der Messe. Mach mal auf. Ja. Also haben wir zum Beispiel hier unseren Rucksack. Ja. Notfallrucksack. Hier ist also alles drin, was auch ein Rettungssanitäter, der jetzt von Land kommt, zum Beispiel mit einem Rettungswagen, drin ist. Ja. Dasselbe hier. Okay. Also identischer Aufbau, dass zur Not auch der mit unserem Material umgehen kann. Ist auch im Tochterboot genauso, haben wir schon gesehen. Exakt. Ja. Genau dasselbe, derselbe Rucksack befindet sich auch im Tochterboot auch. Okay. Dann haben wir hier verschiedene Schubladen, also hier zum Beispiel Wundversorgung, Pflaster, für größere Wunden, Druckverbände und so weiter, das befindet sich hier drin. Hier haben wir so ein bisschen Hygieneartikel. Ja. Hier oben Infusion. Mhm. Ja, wenn es also jemand sehr schlecht geht und der von uns eine Infusion benötigt, dann kriegt er die. Mhm. Nehmen wir die hier raus. Hier haben wir so ein bisschen medizinischer, also Dokumentation. Wir müssen, das wird natürlich auch alles überwacht. Leitfaden. Leitfaden, ja, und auch Dokumentation. Ne? Ah, alles Wartung, klar. Ja. Standhaltung, Pflege. Achso, das meinst du. Okay. Genau. Mhm. Und dann nehmen wir einen Rolltor. Was hast du da? Genau. Hier geht's weiter. Ja. Hier befindet sich mehr, ja, oder ich sag mal, unser technisches Gerät drin. Einmal der AED. Das ist unser Defibrillator. Mhm. Also der überwacht quasi Herzaktivitäten und so weiter. Dann haben wir hier unser Oxylock. Das ist dazu da, um einen Patienten, der unterkühlt ist, mit warmer Luft zu beatmen, vorgewärmte Luft zu beatmen. Hier ist unsere Sauerstoffflasche, beziehungsweise Gerät, also eine Sauerstoffflasche mit Druckminderer. Mhm. Beatmungsgerät. Ja. Genau, hier haben wir nochmal 2 externe Sauerstoffanschlüsse, wenn wir den Patienten schon hier vor Ort haben. Okay. Ja, hier unten sind noch so ein paar Pads für das AED drin, anderes Beatmungsgerät, Isolationsdecken. Ja. Das AED, da kannst du auch mit schocken, ja, das ist dafür da, ne? Genau, das ist also, wenn der Patient einen Herzstillstand hat, ja, dann merkt er das. Das AED. Das AED merkt das, ja, der AED, und setzt automatisch einen Schock. Aha, und hier in der Mitte in der Messe, habe ich gehört, da kann man auch Patienten lagern mit der Trage und der wird dann hier versorgt, ist das richtig? Das ist völlig korrekt, ja. Wir drehen den Kitsch runter. Ja. So dass wir hier eine Ebene haben. Ja. Und dann können wir den Patienten hier versorgen. Wunderbar, Martin. Dann danke ich dir mal, ne? Ja, bitte.